Alex und Leonie. Gemeinsam mit unserem Hund Enya reisen wir einmal quer durch Europa. In unserem selbst umgebauten Sprinter sind wir bereit für große Abenteuer. Kommt mit und lasst euch inspirieren. Also wir sind jetzt hier in der Bretagne angekommen. Wir haben einen super schönen Stellplatz direkt in so einer kleinen Bucht gefunden. Wir stehen hier an einer Seitenstraße ganz alleine neben einem Campingplatz. Wie gewohnt im Januar ganz alleine. Bekannt ist die Bretagne für die ebenfalls rosa Granitküste. Wenn man unten ist und man die Steine sich anschaut, sind die tatsächlich rosa. Und davon gibt es nur wenige Spots auf der Erde, ich glaube 3 oder 4. Enya hat wie immer am Strand Möwen gejagt, ist den Strand hoch und runter gerannt und geht aber nicht ins Wasser. Es ist nicht einfach, einen Parkplatz zu finden, weil die meisten Parkplätze eine Beschränkung von 2,10 Meter haben in der Höhe und uns zwingen, oder die Leute zwingen, auf den Campingplatz zu fahren. Dennoch finden wir meistens dann heimliche Orte oder kleine Parkplätze, die es dulden, hier zu parken. Während die Leonie Postkarten schreibt an Freunde und Familien, Angehörige und an die Firma, bereite ich schon mal das Wasser vor zum Spülen, weil das zählt natürlich auch zum Alltag oder zum Morgen dazu. Also daheim haben wir eine Spülmaschine. Hier haben wir den Luxus leider nicht, deswegen spülen wir alles mit der Hand. Meistens bin ich am Spülen und Alex am Abtrocknen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat sich das so zu unserer Routine durchgesetzt. Aber ich finde es ganz gut so.
sind gerade auf der Suche nach einem neuen Stellplatz und es sieht schon ganz vielversprechend aus hier. Enya hat sich da drin verfangen. Da sind überall Dornen. Jetzt muss Papa kommen und sie retten. Ich glaube, er hat sie. Oh Mann. Ist der Hals nicht mal wehgetan? Doch, ich glaube schon. Guck dir die mal an. Jetzt an der Passage de Gore angekommen. Und zwar seht ihr hier hinten die Straße und so ungefähr um 21 Uhr, gell, wird die überflutet. Wir haben aktuell Ebbe. Wenn die Flut kommt, kommt man auch hier nicht mehr über die Straße drüber. Kurz vor der Flut fahren die ganzen Traktoren jetzt langsam Richtung Landessinder über. Die züchten nämlich ganz viele Austern und Muscheln. Hier kommt jetzt gleich die Flut, deshalb fahren die ganzen Bauern hier ihre Traktoren aus dem Wasser. So, der nächste Morgen ist angebrochen. Wir haben da hinten geschlafen und ich bin auf dem Weg auf der Straße, die aktuell mit der Flut überschwemmt ist. Ist echt krass, wie schnell das Wasser kommt hier. Bis hierher kann man laufen und dann ist Tuck. Normalerweise wollte ich mal rein, also durchlaufen, aber das Wasser ist arschkalt. Und ja, lieber nicht.